Das heißt, wir gehen hier einmal auf Kampagne anlegen, um eine Gutscheinaktion zu starten. Können wir eine interne Kampagne nehmen, auswählen, zum Beispiel Test, Wimpern, Zanger, neu. Der normale Produktpreis liegt bei 6,49 €. Wenn das ein Variantenartikel ist oder es gibt mehrere Varianten oder Größen, die unterschiedlich preisintensiv sind, kann man dann hier zum Beispiel noch 8,99 € eintragen. Aber sonstiges Wichtiges, der normale Produktpreis, der bezieht sich immer auf den aktuellen Preis. Also auch wenn ihr einen Strichpreis habt, dann immer auf den aktuellen Preis, wie er gerade verfügbar ist. Rabattierter Preis in Euro sind 1 Euro. Und dann kann man hier optional dann nochmal super URLs generieren, beziehungsweise Keywords, wie zum Beispiel Wimpernzange und Wimpernformer. Dass sobald jemand auf die Kampagne draufklickt, ein Tester jeweils unter dem jeweiligen Keyword kommt. Jetzt kann man hier einstellen, ob man die Bewerber automatisch freischalten möchte, eine Top-Kampagne, das Ganze als Top-Kampagne einstellt oder jeweils sagt, okay, ich möchte gerne, dass alle Varianten erlaubt sind, dass wir jetzt zum Beispiel mehr Varianten hat, mehrere, dass man alle Varianten, die verfügbar sind, auf dem Artikel auch gekauft werden können. Falls man das nicht möchte, lässt man das einfach offen. Zusätzlich gibt es die Option, dass man Intervall anlegt, zum Beispiel, dass man sagt, 10 Coupons werden am Tag rausgegeben. Ja, man kann aber auch einfach das Ganze leer lassen und das Ganze auch manuell machen. Wir lassen das jetzt einfach mal leer und machen das manuell. Wir sind in der Kategorie Beauty, Drogerie, Lebensmittel und wir haben hier die Wimpernzange. Die hatte ich schon mal vorangelegt, ansonsten einfach die Asen eingeben. Ja. Dann die Zelle-ID, wenn der Artikel von mehreren Verkäufern jeweils verkauft wird. Startdatum ist jetzt auf heute gesetzt. Das Enddatum können wir zum Beispiel einfach mal auf den 17. August nehmen. Oder man nimmt einfach das, was man eingestellt hat bei den Eingangscodes, also bei den Coupons. Zum Beispiel jetzt hier Enddatum zu 26.08.17, bis dahin sind die gültig. Also könnte man hier zum Beispiel auch hier bis zum 26.08. das Ganze machen. Dann kann man hier einfach die Gutscheincodes hin einfügen, einfach kurz einmal dieses zu kopieren, zack, einführen und auf Speichern. Dann ist die Kampagne erfolgreich angelegt, 50 Coupons bisher verwendet sind 0, Bewerbung ist auch 0 und die Kampagne wird jetzt von einem Mitarbeiter freigeschaltet innerhalb der nächsten 24 Stunden.